Was wir erwarten, sind eine ganze Menge Innovationen, eine Menge spannender Technik. Today I expect a great electric camper. I'm very excited if it will work in real life. Ich frage mich jetzt, wie das alles zusammengekommen ist und das ganze Endprodukt auch präsentiert wird. Sie sind heute mit dabei, wenn der X-Bus das allererste Mal vor ein Publikum vorfährt. Und da wir alle diesen Moment nicht mehr erwarten können, wollen wir auch direkt starten. Und ich bitte jetzt zu mir auf die Bühne den CEO von Electric Brands, Martin Henne. Wir lassen die alte Welt der Mobilität hinter uns und zeigen Ihnen die Zukunft der Mobilität. Aber wer sind wir? Warum meinen wir, dass wir die Mobilität verändern können? Weil wir neue Wege gehen, weil wir anders denken. Ich bin absolut begeistert. Wir durften ihn ja schon hinter den Kulissen hier ein bisschen begutachten und ich habe aber noch wahnsinnig viele Fragen. Kannst du uns mehr zu den besonderen Eigenschaften erzählen? Naja, es ist zum einen, dass wir moderne, junge Technologien miteinander effizient versuchen zu kombinieren. Mhm. Aber wichtig ist für uns natürlich, dass wir dieses Fahrzeug nicht produziert haben, um zu zeigen, was technisch möglich ist, sondern wir haben bei der Idee zum Fahrzeug vor allen Dingen an unsere Kunden gedacht. Was braucht der Kunde heute, vielleicht morgen und übermorgen? Und warum muss es immer größer, schwerer und so weiter sein? Ja, man könnte ja auch mal back to the roots. The impression is very positive. For me, it's even better in real than what we have seen in video or in photography. So it's a wow effect. I like the possibilities of changing it. I want to put my bike in it. I want to put my paddle board in it. Sieht viel, viel größer aus, als wie man es in den Prospekten, in den Maßen gelesen hat. Das Lenkrad ist so gestaltet, dass man quasi alle Informationen, die man benötigt, auf einen Blick hat. Das modulare Konzept, ja, dass man tatsächlich dann die Aufsätze ändern kann, dass man das auch selber machen kann ohne Spezialwerkzeug. Ich selber habe sogar eine Reservierung für den Camper schon. Ne?